Guten Tag miteinander. Willkommen zu einem neuen Video im Modul 426. Und heute möchte ich Ihnen die Idee eines Dictionaries etwas näher bringen. Das Dictionary, habe ich schon erwähnt, ist eine sehr nützliche Datenstruktur, die ich praktisch in jedem Programm verwende, das ich schreibe. Zuerst mal zur Idee von einem Dictionary. Also ich habe hier mal Visual Studio Codes offen, mache mal eine neue Datei. Und zeige mal den Unterschied auf zwischen einem Array und einem Dictionary. So. Sie kennen sicherlich schon ein Array. Das ist eine Datenstruktur, in der mehrere Werte sequenziell hintereinander gespeichert sind. Zum Beispiel habe ich das Array Numbers, hat eine bestimmte Länge, wird von 0 weg indiziert und an jeder Stelle kann ich einen Wert des gleichen Datentyps speichern, zum Beispiel hier die Zahl 3 und dann kann ich Stelle 1 die Zahl 5 speichern und an Stelle 2 Beispiel die Zahl 7. Also ich kann mit einem Index kann ich auf den Wert zugreifen und diese Indizes, die sind sequentielle Zahlen. Ich kann auch eine Zahl herauslesen. Jetzt bleiben wir bei Englisch, Numbers gleich Number gleich Numbers 0. Oder another number gleich numbers 2. Immer von 0 indiziert. Und ich darf nur auf die Indizes zugreifen, die schon existieren. Und Lücken gibt es nicht. Jetzt das Dictionary, das kann man sich als eine Verallgemeinerung des Arrays vorstellen. Beim Array ist ja immer der Datentyp, der Index ist immer eine Ganzzahl ohne Vorzeichen, also eine positive Ganzzahl inklusive 0. Und der Wert, halt je nach Deklaration, also wenn ich zum Beispiel das so deklariere in Pseudocode, dann wird der Wert, der abgespeichert ist, oder die Werte, die abgespeichert werden, werden immer vom Datentyp int sein. Aber ich könnte jetzt natürlich auch ein anderes Array machen, zum Beispiel String Words oder sowas, das ist jetzt Pseudocode. Aber auch dort, die Indizes sind immer ganze Zahlen, während dem die Werte was anderes sein können. Zum Beispiel Chicken, Rabbit, was auch immer. Jetzt, das Dictionary ist eine Verallgemeinerung dieser Idee vom Array. Und hier ist speziell, dass ich nicht nur die Werte, die ich abspeichere, von einem beliebigen Datentyp machen kann, sondern auch den Index oder die Indizes. Ich schreibe das mal in Pseudocode ein bisschen hin. Wie ein Dictionary. Das hat hier als Index zum Beispiel einen Int und als Wert auch einen Int. Numbers würde ich so irgendwie erstellen. Also das ist jetzt kein richtiger Code, das ist nur Pseudocode. Und dann kann ich jetzt hier, wie genau beim Array, kann ich jetzt auch wieder so diese Zahlen setzen. Und so weiter, wie ich das will. Jetzt, das Interessante ist aber, ich muss ja nicht einen Integer verwenden. Ich kann was Beliebiges verwenden dafür. Zum Beispiel Dictionary String zu Int oder String zu Float. Und dann nennen wir das mal zum Beispiel Constants oder sowas. Jetzt kann ich bei diesem Constants Dictionary kann ich mit einem String die Sache identifizieren, zum Beispiel nenne ich das Pi, kann ich sagen 3.14, muss jetzt nicht wahnsinnig genau sein für das Beispiel. Oder was kann ich noch nehmen, zum Beispiel G, die Erdbeschleunigung, 9.81 Meter pro Sekunde, das ist jetzt ohne Einheit. Aber Sie sehen, ich kann hier einen beliebigen Index verwenden. Interessant ist auch, diese Indizes müssen nicht fortlaufend sein. Ich kann hier zum Beispiel 9 nehmen,
das abspeichern. Ich habe da natürlich Lücken drin. Das heißt, ich kann nicht einfach davon ausgehen, dass alle Werte besetzt sind, wie ich auch hier nicht davon ausgehen kann, dass alle Strings verwendet werden als Schlüssel. Jetzt machen wir mal weiter mit Pseudocode. Also im Falle eines Arrays würde ich zum Beispiel so darüber iterieren. Also 0, nehmen wir mal zum Beispiel numbers.length, i++. Und dann kann ich zum Beispiel wieder Pseudocode diesen Index angeben, um darauf zuzugreifen. Beim Dictionary geht das nicht. Ich kann nicht einfach die Indizes hochzählen, weil das sind arbiträre, also beliebige Werte und die folgen nicht einer bestimmten Reihe. Was man aber in der Regel dann macht, ist, man iteriert entweder über die Keys oder über die Werte oder über beides gleichzeitig. Also zum Beispiel String Key in Constants. Dann kann ich auch das irgendwie ausgeben. Zum Beispiel in einem String Key gleich Key. Und dann kann ich so auf den Wert zugreifen. Value gleich. Und jetzt nehme ich zum Beispiel Constants. Mit diesem Key greife ich jetzt drauf zu. Und so funktioniert eine Iteration. Je nach Programmiersprache gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel in Python kann man for key value in constants.items und dann habe ich beides gleichzeitig im Zugriff. Die Sache ist natürlich, dass die Reihenfolge hier nicht ganz so genau definiert ist wie bei einem Array. Beim Array ist immer halt 0 hochgezählt. Und beim Dictionary kann ja die Sortierung beliebig sein. Und dort kommt es ganz auf die Implementierung drauf an, ob das immer sortiert ist oder ob die Einfügereihenfolge beachtet wird. Das muss man entsprechend in der Dokumentation nachschauen. Das wäre mal so viel zur Idee des Dictionaries. In anderen Programmiersprachen übrigens heißen Dictionaries zum Beispiel assoziativ Arrays, wie in PHP. In Python sind sie einfach Dicts, also abgekürzt. In JavaScript und Go verwendet man sogenannte Maps. In Ruby sind es Hashes, in Lua Tables und in Java gibt es zum Beispiel eine Hashmap oder eine Hashtable und so weiter. Also schauen Sie sich die Dokumentation an, aber praktisch alle Programmiersprachen haben eine solche Datenstruktur. Und die ist halt wirklich sehr nützlich. Das wäre es mal von der Theorie ein bisschen. Ich mache dann jetzt noch ein anderes Video, wo wir das in einem spezifischen Projekt anwenden können.